Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und Playgeddon. Ja, heute gibt es eine kleine Sondersendung, weil Dienstag eigentlich keine COC-Folgen rauskommen, aber ich habe heute mit dem Elefantenfisch geplant, dass wir uns gegenseitig besuchen werden. Also eine Besuchsfolge sozusagen, nur das Besondere ist, er ist YouTuber und ich auch. Deswegen ein YouTuber-Besuchsfolge sozusagen. Deswegen würde ich sagen, wir werden ihn jetzt besuchen. Ich werde mal die Clansuche überspringen. Also bis gleich. So, da haben wir den Clan auch schon. Titans Refuge. Oder wie das auch immer ausgesprochen werden mag. Und der liebe Elefantenfisch heißt Hertha BSC. Wir werden ihn einfach mal besuchen. Oh. Ich habe dein Dorf schon mehrmals in deinen Videos gesehen, aber... So, wenn man sich das nochmal so anschaut, ist das schon mal ein Stückchen besser. Okay, du hast Barbaren und Bogenschützen noch auf Level 6. Aber der Rest scheint auf Max zu sein. Kannst mir mal unten in die Kommentare schreiben, wieso das so ist. Würde mich mal interessieren. Wir gucken als erstes mal, würde ich sagen, hier ins Profil rein. 24er Helden, Level 6. Ballons, Magier, Max Heiler, Max Drachen, Max Packers. Dunkle Truppen scheinen fast alle Max zu sein, bis auf die Minions und den Lava-Hound. Zaubersprüche alle Max, bis auf den Blitzzauber. Das läuft doch, würde ich sagen. Also Level 147. Ich bin ja noch ein bisschen von entfernt, aber sind ja nur noch 45 Level. Ratus Level 10, Farmer, Grades gerade den Barbarenkönig auf Level 25 ab. Also das neue Fähigkeitslevel. Die Bogenschützenkönigin auch. Also falls ihr momentan einen Clankrieg habt, kann ich mir nicht vorstellen, dass du mitmachst. Kreis mit Barge an, hast schon angefangen mit den Level 10er Mauern. Hier hast du ein Viereck fertig, hier hast du ein Viereck fertig. Bogenschützentürme, gradest du gerade ab 2 zumindest auf Level 12. Die gehen dann auch auf Level 13, aber ich meine, du kannst dir noch ein bisschen Zeit lassen, würde ich sagen. Aber das ist echt heftig, das Dorf. Ich bin da wirklich noch weit entfernt auf jeden Fall. So, Kanonen auf Level 13, Luftabwehr auf Level 8, Magiertürme auf Level 8. Also das meiste scheint die Max zu sein. Minenwerfer auf Level 8. Respekt an das Dorf. Respekt an das Dorf. Wir gucken uns mal das Profil an. Ja, Goldlager ist ja klar. Hast du 59 Sterne gesammelt. 1900 Hindernisse abgebaut, okay. Hast 842 Millionen gestohlen. Ich bin, glaube ich, bei 300 Millionen. Also ich bin noch weit entfernt davon. 749 Millionen Elixier. Über 3200 Pokale ist dein Rekord, also du warst schon ein Champion drinne. Verbessere die Klamok auf 4, ist klar. 2000 Mauern, hast 40.999 zerstört, also noch eine Mauer, hast 41.000 zerstört. So, 17.000 Bauhütten, okay. 9.000 Mehrspielerkämpfe gewonnen, ich bin glaube ich bei, weiß ich nicht, ey. Ich bin ehrlich gesagt nicht so aktiv. Ich bin so der Clasher, der so am Tag, weiß ich nicht, 3-4 Mal angreift und dann am Wochenende einmal boostet. Aber ich sollte mal mehr spielen, also. Wird Zeit. Hast 500 Verteidigung gewonnen. Ja klar, bist Farmer, deswegen kann man nicht allzu viel gewinnen. Ist bei mir genauso. Ich habe noch nicht mal die 250 verteidigt, also hui. Hast 155.000 Truppen gespendet. Alter, 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 Alter. Respekt dafür. Ich bin, glaube ich, bei 18.000 ungefähr. Ja, 18.000 müsste es eigentlich sein. Im Übrigen, an meine Abonnenten, die Besuchsfolge bei Elefantenfisch ist auch gerade rausgekommen. Also schaut mal bei ihm vorbei. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Außerdem könnt ihr auch ein Abo dalassen. Er macht sehr viele COC-Videos. Deswegen, falls ihr mehr COC-Stoff haben wollt, schaut doch mal bei ihm vorbei. Okay, 7.200 Mayeminenwerfer hast du kaputt gemacht. 1,9 Millionen dunkles Elixier, okay. Hast 1291 X-Bögen zerstört. 295 Inferno-Türme kaputt gemacht. Kriegssterne 386, bin bei 200 irgendwas. 100 Millionen Gold durch Clankrieg-Boni. Du hast 55 Millionen. Alter, das läuft richtig. Das läuft hammermäßig. Was können wir noch zu deinem Dorf sagen? Eigentlich nichts Besonderes. Tipps hätte ich jetzt eigentlich gar keine. Ja, eventuell die Minenwerfer stehen etwas weit außen, aber man muss auch bedenken, bei Ratus Level 10 sind die Minenwerfer ja nicht mehr das Stärkste. Denn du hast ja auch X-Bögen auf Level 4, das ist total heftig. Inferno-Türme auf Level 3 auf Multi gestellt. Multi sind die, glaube ich, am besten, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe ja vor, mit einem Ratus hochzugehen, wenn meine Mauern auf 9 sind, dann gehe ich hoch.
Denn ich habe mir überlegt, da Supercell das ja nach dem letzten Update gepatcht hat, dass man beinahe nur noch die gleichen Rathausstufen findet, ist der Loot dadurch besser geworden. Und deswegen müssen wir nicht alle Mauern auf 10 ziehen. Wir können ein, zwei vielleicht auf 10 ziehen und dann gehen wir hoch. Dann haben wir den Freeze-Zauber, können alle Truppen auf Max machen. Ich freue mich am meisten auf die Bogenschützen Level 7. Ich mag so die Pfeile, die immer schießen. Das ist episch, episch. So, damit hätten wir eigentlich alles im Dorf gesagt. Also wie gesagt, ich habe echt gar keine Tipps dafür. Ich finde, das Dorf ist eigentlich so relativ geil. Der Luftfeger steht sogar relativ weit mittig. Bei mir ist der nicht so weit mittig, aber ich habe echt keine Ahnung, wo ich den hinstellen soll. Vielleicht kannst du mir im Video vielleicht einige Tipps geben und versuche mich nicht allzu fertig zu machen. Ich habe noch 55 Mauern, glaube ich, auf 7, aber die werden langsam hochgezogen. Ich meine, ich grade ja gerade 2 X-Bögen ab und dann passt das schon. Klärenburg scheint auch relativ voll zu sein. Wir können noch ein bisschen zum Clan sagen. Vincent Vega, 151 Champion Liga. Scheint ein englischer Clan zu sein. Ne, international, okay. Tunnel 9, 10, 3 Star Wars Skills Required Multi-Trip Combos. We are a War Clan Ordered Relaxed and War Hungry, okay. Alter, das ist ganz so klein. Ich wünsche dir auch so ein iPad wie die meisten, aber ich habe ja nur das S5 und das ist relativ klein, aber 16:9 Format, was auch schon relativ nice ist. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen YouTube-Besuchsfolge. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Schaut noch beim lieben Elefantenfisch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sagt euer Thomas.